Hey, schön, dass du wieder da bist zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal rund um das Thema UV-Lack. Das ist eine super Alternative zum Nagellack. Wie das Ganze so aussieht und funktioniert, das erfährst du in diesem Video. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Als erstes startest du mit einer Maniküre. Davor sollten natürlich deine Hände und Nägel gut gereinigt und desinfiziert sein. Zu einer Maniküre gehört natürlich, die Nägel in Form zu feilen. Das kannst du nach Belieben machen, so wie es dir gefällt. Dann schiebst du natürlich die Nagelhaut zurück und entfernst sie gründlich. Das kannst du entweder mit einem Pro-Pusher durchführen oder wie ich mit der Elektrofräse. Danach bufferst du deine Naturnägel gut an und entfernst gründlich den Feilstaub. Ich trage als nächstes meine Nail Prep auf. Das dient einfach dafür, dass die Nägel sehr gut entfettet sind und dass unser UV-Lack richtig gut hält. Dann können wir auch schon loslegen mit dem ersten UV-Lack. Ihr seht, die Flasche sieht so aus wie ein Nagellackfläschchen. Das Pinselchen ist genauso auch wie bei einem Nagellack, also nicht viel anders. Das Einzige, was hier anders ist, dass ihr diese UV-Lacke unter UV-Licht aushärten müsst. Dann seht ihr hier meinen Basecoat. Ich habe das auch nochmal mit der Nummer 1 beschriftet, dass ich auch wirklich weiß, dass ich damit anfange, weil die Fläschchen sehen alle ziemlich gleich aus und damit ich nicht irgendeine Flasche greife und da drauf lospinse und das nachher die falsche ist, habe ich das einfach nochmal beschriftet. Und ich muss sagen, ich wische auch immer diese Schrift außenrum ziemlich dolle ab, weil ich diese Fläschchen einfach sehr oft auch reinige, dass sie einfach gut sauber sind. Und daher habe ich mir das Ganze nochmal beschriftet und jetzt fange ich an, wie ihr das hier seht, auf den Naturnagel aufzutragen. Wichtig ist, dass ihr hierbei beachtet, dass ihr nicht an die Nagelränder kommt. Also wirklich gut 1 mm Platz lassen. Wenn ihr noch Anfänger seid, dann lasst ruhig mehr Platz. Das ist überhaupt kein Problem. Dann müsst ihr das zwar öfters wiederholen und wieder neu machen. Aber zum Anfang zu üben empfehle ich euch, lasst lieber etwas mehr Platz, damit das Ganze nicht abplatzt. Wenn du den Basecoat dann sorgfältig auf deinen Naturnagel ganz dünn aufgetragen hast, dann geht's auch schon zum Aushärten für 2 Minuten in die UV-Lampe. Und nach dem Aushärten geht es auch schon weiter mit der Farbe. Ich habe mich hier für ein dunkles Lila entschieden und das trage ich jetzt direkt über meinen Basecoat auf, damit die zwei sich gut miteinander verbinden können und das Ganze richtig gut haftet. Bei der Farbe ist es jetzt so, dass ich sie 4 Minuten in der UV-Lampe aushärten lassen muss, damit sie sich wirklich gut verbindet und auch gut trocken ist. Ich weiß nicht genau, ob das bei allen UV-Lacken so ist, dass die Farben 4 Minuten aushärten müssen, allerdings die ich benutze, bei denen ist das so. Ich werde euch auch verschiedene UV-Lacke verlinken und natürlich verlinke ich euch diesmal welche, die ihr einfach alle bestellen könnt, damit ihr nicht unbedingt einen Gewerbeschein dafür braucht. Also da verlinke ich euch wirklich mal welche, die ihr einfach so in einem Internetshop bekommt. Und hier siehst du das Ganze nach den 4 Minuten Aushärten. Ich werde jetzt als nächstes meinen Topcoat auftragen. Der Topcoat ist dafür gedacht, dass das Ganze richtig gut geschützt ist und dass es zum Abschluss natürlich auch noch wunderschön glänzt. Und der Topcoat wird direkt auf der Farbe aufgetragen. Hier wird also vorher nichts irgendwie abgewischt. Bei Gelnägeln ist das ja immer ein bisschen was anderes. Hier bei diesen drei Schichten, da müsst ihr die wirklich übereinander packen sozusagen. Da wird nichts dran herumgewischt. Sobald ihr die Hand aus der Lampe rausnehmt, könnt ihr die nächste Schicht auftragen. Und den Topcoat härte ich jetzt wieder für 2 Minuten in der UV-Lampe aus. Und hier siehst du auch schon mein fertiges Ergebnis. Ich werde den Nagel jetzt noch gut abkühlen lassen. Das ist einfach immer besser, den Nagel richtig gut abkühlen zu lassen, damit die letzte Schicht auch wirklich schön glänzend bleibt. Und danach kann ich alles gut mit Cleaner reinigen bzw. die Dispensionsschicht entfernen. Das ist also jetzt mein komplett fertiger Nagel mit dem UV-Lack. Du siehst, ich kratze jetzt hier auch nochmal gerade drauf rum, damit du siehst, dass wirklich absolut nichts passiert. Da entstehen keine Kratzer oder irgendwas splittert ab. Das ist wirklich eine super Alternative zum Nagellack. Und das Ganze hält jetzt circa 10 Tage bis 3 Wochen, je nachdem, was man so mit seinen Fingern anstellt. Ich kann dir das Produkt absolut nur empfehlen und ich werde euch auch nochmal die ganze Reihenfolge und verschiedene Produkte unten in der Infobox verlinken. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, ciao!